Ja, mein Name ist Dario Gabriel. Ich bin Unternehmensberater und praktisch Inhaber einer, ja, Boutique-Unternehmensberatung mit Sitz in Berlin. Was wir machen, ist, dass wir eben, ja, Unternehmen bei der Skalierung helfen durch Branding, durch Marketing und dahingehend nicht nur die Strategien ausarbeiten und die Beratung machen, sondern dann auch in der Umsetzung, also das heißt in der Implementierung der Strategien, die so Unternehmen dann unterstützen, eben weiter zu wachsen und schneller zu skalieren. Wie hast du Bauli Consulting kennengelernt? Das ist tatsächlich schon ein paar Jahre her. Ich kenne Andreas jetzt schon über 5 Jahre, und zwar auch noch, ja, aus der kompletten Online-Marketing-Welt, sage ich mal so, aus Deutschland um die 2015-16 rum. Da war das nämlich eine sehr, sehr kleine, ja, Community, eine sehr, sehr kleine Nische an Menschen, die das eben pioniert haben, wo ja, eben ich und auch Andreas ein Teil von dieser Gruppierung von Menschen waren, die dort eben für Unternehmen auch Strategien ausgearbeitet haben. Und so bin ich dann auf ihn aufmerksam geworden und so ist es dann zu der Zusammenarbeit gekommen. Was war deine Ausgangssituation vor dem Baulig-Coaching? Die Ausgangssituation vor der Zusammenarbeit sah so aus, dass wir schon Kunden aktiv betreut hatten, diese auch ja, phänomenale Resultate haben, wir auch neue, ja, Projekte immer wieder akquiriert haben. Das Problem ist, das Geschäft und der Erfolg hat immer sehr, sehr stark an mir gehangen. Das heißt, es war eine sehr, sehr starke Abhängigkeit eben von meiner Expertise, meiner Beratung eben auch da. Das heißt, es gab immer so eine gewisse gläserne Decke. Und um diese Prozesse halt zu systematisieren und mich selber zu duplizieren, braucht es halt jemanden, der wirklich dann ja, von außen drauf schaut. Und diese Person hat mir zu der Zeit gefehlt, weil man kennt das als Unternehmer, man ist eben, ja, im Tagesgeschäft gefangen, kann immer nur, ja, im Unternehmen arbeiten, nicht am Unternehmen so richtig arbeiten. Und da war eben die Ausgangssituation die, dass ja, eben nicht mehr Kunden, mehr Projekte betreut werden konnten, auf dem, ja, Standard, wie wir das haben wollten, weil eben, ja, mein Tag nur 24 Stunden hat und ich da nicht schnell genug Wege gefunden habe, um das eben auf ein Team aus Experten, die ja, mit mir arbeiten, eben abzubilden. Was war deine größte Angst vor dem Coaching? Ich kenne mich in dem Bereich sehr, sehr gut aus, auch damals schon, wie gesagt, sehr, sehr viele Personen in diesem Bereich gekannt. Und als ich dann wirklich gesehen habe, wie tief sich ja, auch Andreas und das Team, Markus, Abend dahinter klemmen, dass wirklich die Kunden auf einem ganz, ganz hohen Level eben auch betreut werden können, war dann für mich das definitiv klar, da in die Zusammenarbeit zu gehen, weil es eben ja, absoluter Kundenfokus auch ist und darum geht, die Kunden auch erfolgreich zu machen und jetzt nicht nur darum geht, ja, dass jetzt ich ein weiterer Kunde bin, der gewonnen wird, sondern ich habe das Gefühl, es wird sich wirklich auch Gedanken gemacht. Wie lange hat es bis zum ersten Verkaufserfolg gedauert? Der erste richtige Erfolg in der auch Kunden- und Projektgewinnung für uns hat sich dann relativ schnell wirklich eingestellt. Man muss dazu sagen, dass wir eben auf einer sehr langfristigen Basis mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Das heißt, uns da teilweise auch am Erfolg der Unternehmen beteiligen. Und für mich sah es immer so aus, da wir sehr intensiv mit den Kunden zusammenarbeiten, dass ich maximal in einem Quartal ja, 1, 2 Projekte annehmen kann. Und durch die Prozesse ja, war es dann uns möglich, wirklich dann auch mal innerhalb eines Monats 3 Projekte, also die wir über mehrere Jahre dann auch betreuen, anzunehmen. Das war, glaube ich, so der Moment, wo ich gesehen habe, okay, das Ganze greift und das Ganze funktioniert auch für uns. So. Was war dein höchster Monatsumsatz nach Beginn des Coachings? Als wir gestartet sind, waren wir umsatzmäßig im ja, mittleren sechsstelligen Bereich von den Jahresumsätzen und konnten halt dadurch wirklich auf 7-stellige Jahresumsätze skalieren. Das bedeutet dann, dass wir wirklich unser Unternehmenswachstum ja, 2- bis 3-fachen konnten, wenn man das jetzt an den Zahlen an sich betrachtet. Und da besonders auch langfristig genau die Kunden und Partner gewinnen konnten, die halt dann auch über die Beteiligung dafür sorgen, dass wir besonders auch planbare und langfristige Umsätze erzielen und dieses Wachstum auch halten können. Was waren deine Key Learnings aus dem Baulig-Coaching?
Ein entscheidender Bestandteil, den ich durch die Zusammenarbeit mitbekommen habe, ist eben, mich zu duplizieren selber. Und das war, glaube ich, so mein großer Moment, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann mein Wissen und mein Vorgehen transportierbar machen auf andere Mitarbeiter und dadurch dann eben auch die Grundlage schaffen, dass eben mein Unternehmen nicht nur von mir abhängig ist, sondern ich auch wirklich sehr, sehr wertvolle Menschen in meinem Umfeld habe, in meinem Team habe, die eben auch mit meinen Qualitätsstandards dort auch die Umsetzung von den Maßnahmen als auch die Beratung übernehmen können und eben zu verstehen, dass es wirklich man sich selbst duplizieren kann und dadurch halt dann auch den Standard der Qualität der Beratung und Betreuung halten kann. Das war, glaube ich, so einer der größten Learnings, die ich so rausnehmen konnte. Was war der beste Moment im Coaching für dich? Der Zeitpunkt, als es mehr und mehr Veranstaltungen gab und ich auch teilgenommen habe, weil ich dann mal auch gesehen habe, was andere Unternehmen, wie die das Ganze machen und diesen ganzen Community-Aspekt auch hinter dem, was Baulich Consulting macht, zu erfahren. Weil das Wissen ist die eine Sache. Das Wissen kann man sich auch über Jahre lang zusammenlesen, in stundenlanger Arbeit. Aber gerade die Praxis zu sehen, wie setzen das andere Unternehmen um, da auch in gewisser Maßen das Netzwerk zu haben, gewisse Kooperationen auch zu finden, wo es eben auch sinnvoll ist, und auch den reellen Kontakt zu haben und jetzt nicht nur sich in der digitalen Welt zu verstecken, sage ich mal so. Das war wirklich ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist auch wahnsinnig wertvoll, da einfach mit Unternehmern, die auf einem sehr hohen Level auch unterwegs sind, diesen Austausch zu haben und auch gewisse Partnerschaften zu formen und sich da einfach auch gegenseitig zu unterstützen. Und das Training hat eben genau das ermöglicht, dass man eben den Zugang zu diesen Unternehmern, Selbstständigen auch hat, die dort in ihrer Genialität, in ihrer Geniezone eben auch unterstützen können und wo man auch sieht, wie die zum Beispiel die Strategien oder die Ratschläge von Andreas und Baulich Consulting für sich selbst umsetzen. Wie hat sich dein Unternehmen durch das Baulich Coaching verändert? Unser Unternehmen hat sich durch die Zusammenarbeit dahingehend verändert, dass wir jetzt 5 Berater sind, das heißt 5 Experten in den verschiedensten Gebieten halt in unserem Unternehmen tätig sind und ich dadurch jetzt die Möglichkeit habe, nicht nur mit einer Handvoll, sprich 5, 6 Unternehmen wirklich intensiv zu betreuen und beim Wachstum zu helfen, sondern wir jetzt wirklich bei 13 Projekten sind, die wir sehr intensiv in den Bereichen Advertising, Branding, Recruiting betreuen und die halt zum Wachstum bringen können. Und das ist eben nur möglich durch Nummer 1 auch die Recruiting-Prozesse, wo es auch einige sehr, sehr gute Insights eben auch gab von Andreas und den Experten von Baulich Consulting. Aber auch gerade in den Prozessen, um das eben auch möglich zu machen, weil eben mal die Kundenanzahl zu verdoppeln mit einer sehr intensiven Betreuung und Beratung, das scheint für viele unmöglich zu sein, aber eben das hat es möglich gemacht. Und jetzt ist es eben so, dass wir auch die Möglichkeit haben, sehr schnell auch neues Personal und neue Experten halt an Bord zu holen, die schnell auszubilden in den Kernbereichen, die wir halt bei uns in dem Unternehmen haben, was dann dazu führt, dass wir tatsächlich sogar in der Lage sind, Quereinsteiger oder Berufseinsteiger innerhalb von 6 Monaten auf das Level zu bringen, dass diese wirklich Experten in ihrem Bereich sind, sei das jetzt Marketing, sei das Digitalisierung oder CRM-Prozesse, sehr, sehr spezialisierte Dinge. Und das schafft natürlich die Grundlage für Wachstum und die Grundlage auch dann für mehr Umsatz. Wie hat sich dein Leben durch das Baulich-Coaching verändert? Dadurch, dass ich mich vielleicht auch ein bisschen zurück aus der Beratung und aus dem Geschäft ziehen konnte, ist es halt dahingehend jetzt auch mal möglich gewesen, Abstand zu nehmen für mehrere Wochen und trotzdem noch wirklich zu sehen, wie es wirklich voranläuft, wie Dinge implementiert werden, wie Kunden eben oder Partner von uns Ergebnisse haben. Und das war halt vorher nicht so, weil wenn ich dann weg war, wurde nichts mehr gemacht, weil eben der Kern des Unternehmens weg war. Aber dadurch, dass wir eben die Expertise jetzt so im Unternehmen verteilen konnten auf halt verschiedene Personen, ist es jetzt für mich eben auch möglich, mich mal rauszuziehen,
mal auch für 14 Tage wirklich den Laptop zuzumachen oder wirklich auch Zeit mit der Familie zu verbringen und dort eben auch so ein bisschen die Erfolge auszukosten und nicht nur ständig im Tagesgeschäft hängen zu bleiben. Wie fühlt es sich an, ein Baulig-Kunde zu sein? Das kann man so beschreiben, dass wenn man Baulig-Kunde ist, man zu einem Kreis von Unternehmern gehört, der wirklich auch wachsen will. Und das ist das, was ich auch beobachtet habe. Es gibt viele, die darüber reden, dass sie vorankommen wollen, aber in auch der, sage ich jetzt mal so, Community oder den Menschen, die teilnehmen, man hat das Gefühl, man umgibt sich mit Unternehmern, die Gas geben wollen, die auch Umsatz machen wollen, die auch dazu stehen und nicht nur darüber reden. Es geht am Ende des Tages darum, dass Probleme gelöst werden. Und da habe ich wirklich das Gefühl, dass wenn eine Frage da ist, dann wird dem auf den Grund gegangen und da werden Dinge angesprochen, die man vielleicht selbst nicht für wahrnehmen kann oder Probleme, die man schon für Jahre hat, die man aber so selbst so ignoriert oder unter den Teppich kehrt. Und deshalb ist die Erfahrung, ein baulicher Kunde zu sein, glaube ich, eine, die einfach dir eins garantiert, und das ist Ergebnisse auf die Art, die am besten ist, und das einfach mit der Wahrheit, was halt gut laufen muss. Und das schätze ich sehr. Ja. Also insgesamt ist es eben so, dass Markus, Andreas und das Team halt eben immer zugänglich für einen sind und da auch innerhalb wirklich von Stunden mal eine Rückmeldung bekommt, gerade wenn es auch um wichtige Themen geht, wichtige Entscheidungen geht. Das bedeutet dann eben auch, dass man sehr, 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 sehr schnell auch vorankommen kann und da nicht tagelang warten muss.